Wohin mit dem Geld? Aktien sind schon wieder ziemlich gut gelaufen und viele sagen, bei den hohen Zinsen, die wir gerade haben, da sind die nicht mehr so attraktiv. Und das gleiche Problem, vielleicht noch schlimmer, das haben wir bei Immobilien. Also warum investieren wir nicht in genau das, was die ganzen anderen Vermögenswerte gerade runterdrückt? Da sind nämlich die Preise im Moment am Boden und die Renditen sind so hoch wie zum Teil seit über 15 Jahren nicht mehr. Herzlich willkommen. Letzte Woche war ja das große Treffen der BRICS-Länder in Johannesburg, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und viele haben ja darauf gewartet, dass da jetzt die große neue gemeinsame BRICS-Währung angekündigt wird. Und zwar eine goldgedeckte BRICS-Währung. Und Robert Kiyosaki, ein bekannter US-Autor, der hat zum Beispiel gesagt, das wird jetzt der Todesstoß für den Dollar. Und für die USA würde das jetzt heißen Hyperinflation, Hungersnöte und natürlich das Ende der Demokratie. Oder auf YouTube hier zum Beispiel Vermietertagebuch. Ich habe es schon mal gezeigt. Da ist dann angekündigt worden, in 41 Tagen sind der Euro und der Dollar am Ende. Und er, der Videoautor, der wird sich gleich nach diesem BRICS-Treffen auch sofort ein Konto aufmachen mit der neuen BRICS-Währung und da dann auch den Großteil von seinem Geld reinpumpen. Wahrscheinlich muss er dafür jetzt aber erstmal sein Petrodollar-Konto auflösen bei der Volksbank. Aber ich habe ja auch gesagt, ich werde für Sie darüber berichten, was da jetzt mit dieser Währung passiert auf dem Gipfel. Nur es gibt eigentlich gar nicht großartig was drüber zu berichten. Was die Währung betrifft, da ist auf diesem Gipfel so gut wie nichts passiert. Es hat im Vorfeld ein paar maue Erklärungen gegeben für so eine Art Verrechnungswährung. Der Arbeitstitel ist anscheinend R5, weil die Währungen fangen ja auch alle mit einem R an. Real, Rubel, Rupie, Renminbi, Rand. Aber was eine richtige Währung betrifft, da haben die dazu, wenn sie überhaupt was gesagt haben, so gut wie gar nichts gesagt oder abgewunken. Wenn Sie sich mehr für das Thema interessieren, ich empfehle Ihnen dazu mein Video vom 17. Juli. Und abgesehen davon, grundsätzlich decke ich solche Themen hier natürlich ausführlich ab. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie das in Zukunft auch weiter mit mir verfolgen als Kanalabonnent. Und wenn Sie da dann auf die Glocke gehen auch, dann kriegen Sie auch immer mit in Zukunft, wenn es neue Videos zu solchen Themen gibt. Dafür schon mal herzlichen Dank auch. Natürlich war der BRICS-Gipfel trotzdem interessant. Es geht da vielleicht nicht unbedingt gleich um die neue Weltordnung. Das ist eher so eine Mediengeschichte hier bei uns, würde ich sagen. Aber die BRICS-Länder wollen definitiv mehr und das Ganze war ein wirklich kraftvoller Auftritt und er hat auch definitiv eine anti-westliche Stoßrichtung gehabt. Und trotzdem ist dieser BRICS-Verbund eben für viele, viele Länder gerade hochattraktiv. 6 Länder sollen jetzt erstmal neu aufgenommen werden und es gibt unzählige weitere Kandidaten und Interessenten dafür. Das wollten Sie jetzt aber alles gar nicht hören eigentlich und es geht heute auch um was ganz anderes, nämlich um Bonds. Bonds, Anleihen, Zinspapiere, eine Anlageklasse, um die viele Privatanleger die letzten Jahre eigentlich einen riesengroßen Bogen gemacht haben. Das soll jetzt plötzlich spannend sein. Jahrelang war es das natürlich nicht. Die Zinsen waren am Boden. Bei vielen Staatsanleihen, da waren sie ja sogar negativ. Sie haben für 100 Euro eine Bundesanleihe gekauft mit 30 Jahren Laufzeit und haben von vornherein gewusst, am Ende kriegen sie nur noch 97 Euro dafür raus. Sie hätten also dafür bezahlt, dass sie der Bundesrepublik Geld leihen dürfen. Und da haben viele Privatanleger gesagt, ja, wir lieben unser Land, aber so weit geht die Liebe dann doch nicht. Bei den Institutionellen war es anders. Die haben zum Teil ja auch da dann noch Anleihen gekauft wie verrückt. Teilweise, weil sie nicht anders konnten oder nicht anders durften. Und manche waren aber auch der Meinung, das ist jetzt einfach die neue Normalität. Das bleibt auch so und die Zinsen können ja sogar noch weiter fallen. Und dann macht man sogar mit einer Anleihe mit einem negativen Zins noch Geld.
Und es hat damals auch viele Beiträge gegeben von Analysten, warum es trotzdem sinnvoll sein kann, eben, dass man Anleihen auch dann kauft. Aber wir wissen alle, wie das dann ausgegangen ist am Ende. Die Zinsen sind jetzt plötzlich stark gestiegen und die Kurse für die Anleihen sind stark gefallen, sodass die, die vor ein paar Jahren gesagt haben, Negativzinsen, das mache ich einfach nicht, das ist krank, dass die am Ende eben doch auch Recht behalten haben. Man muss aber beachten, wenn man eine Anleihe hält bis zur Endfälligkeit und wenn der Emittent dann auch nicht pleite geht, dann kriegt man den Zins, zu dem man gekauft hat, nur während der Laufzeit. Da gehen die Kurse natürlich hoch, wenn die Zinsen fallen, und wenn die Zinsen steigen, dann gehen sie eben runter. Das hat zum Beispiel auch der Silicon Valley Bank das Genick gebrochen dieses Jahr. Wir wissen, die Zinsen sind massiv gestiegen, die Anleihekurse sind massiv gefallen. Das sind zum Beispiel die Zinsen auf 10-jährige US-Staatsanleihen seit der Finanzkrise. 2020, am Anfang der Corona-Krise, da hat die Fed ja den Leitzins nochmal runtergesetzt auf 0%, und der Marktzins war dann eben zeitweise auch nur noch bei 0,5% in den USA. Seitdem dann aber der starke Zinsanstieg, inzwischen sind wir wieder bei über 4,2% und damit auf dem höchsten Niveau seit 16 Jahren. Und die Kurse von den Anleihen sind dadurch jetzt auf einem 16-Jahrestief gleichzeitig. Und gleichzeitig haben wir aber auch die Situation, dass die meisten Marktteilnehmer ja glauben, dass wir bei den Leitzinsen inzwischen das Hoch erreicht haben und dass der ab nächstes Jahr, der Leitzins, auch wieder runtergeht, gesenkt wird. Und die Marktteilnehmer glauben außerdem, dass der neutrale Leitzins, also der, mit dem man das Inflationsziel dauerhaft erreicht und wo er langfristig eben auch sein müsste, dass der nur so bei 2,6, 2,7% liegt. Die Grafik hier ist von Bloomberg. Die Schätzung für diesen neutralen Zins ist also über die Jahre immer mehr runtergegangen, und auch der Inflationsschub die letzten Jahre hat da dann eigentlich nichts geändert. Und ein drittes Indiz, dass die Zinsen schon auf ihrem Hoch sein könnten, das ist ja die berühmte inverse Zinskurve, die wir jetzt schon länger haben. Normalerweise werfen langlaufende Anleihen mehr Zinsen ab als kurzlaufende. Das ist ja auch logisch. Aber zurzeit bringen eben in den USA 2-jährige Staatsanleihen 5%, 10-jährige aber nur 4,3% und 30-jährige auch nur 4,3%. Ob das jetzt wegen einer kommenden Wirtschaftskrise ist oder nicht, wie auch immer, aber der Markt rechnet eben definitiv wieder mit fallenden Zinsen. Und damit könnte man sagen, gibt es ja jetzt nichts Besseres als Anleihen. Wir sind damit sozusagen im Sweet Spot. Die Zinsen sind mehr oder weniger auf ihrem zyklischen Hoch, drehen die nächsten Jahre wahrscheinlich wieder nach unten und die Anleihekurse gehen dann wieder hoch. Also eigentlich optimaler Kaufzeitpunkt. Ein paar Pferdefüße gibt es aber leider trotzdem. Erstens, das mit der neutralen Rate hier. Nochmal, sie geht zwar langfristig runter, kurzfristig geht die Prognose aber plötzlich wieder rauf. Das heißt, ganz so optimistisch ist man für die Inflation jetzt plötzlich nicht mehr. Und das sehen Sie auch an den Inflationserwartungen selber. Das sind die Erwartungen für die nächsten 5 Jahre seit Sommer 2020. Die Grafik ist von Investing.com. Im Frühjahr hat man es noch relativ entspannt gesehen mit der Inflation, wie die in 5 Jahren sein wird. Jetzt geht die Erwartung aber doch wieder nach oben. Und man sieht es auch bei den Anleihen selbst übrigens. Hier wieder die Renditen von den 10-jährigen US-Staatsanleihen, diesmal auf 1 Jahr. Das Szenario, dass die Zinsen wieder fallen, das spielt man ja schon seit Ende letztes Jahr durch. Das zyklische Zinshoch war im Oktober letztes Jahr und ist dann ein halbes Jahr lang stark runtergegangen. Das Tief war dann aber im März und seitdem geht es eigentlich schon wieder ziemlich stark nach oben. Es gibt also doch immer mehr Leute, die sagen, naja, wenn das mal so gut geht mit der Inflation, so schnell fällt sie vielleicht doch nicht. Und die Zinsen dann eben auch nicht und dadurch jetzt eben nochmal dieses neue 16-Jahres-Hoch beim Zins.
Jetzt kann man natürlich sagen, super, dass wir die Chance nochmal kriegen, dass wir zu einem hohen Zinsniveau jetzt doch nochmal einsteigen können. Aber es wird auch klar, das Ganze ist eben nicht unbedingt eine Einbahnstraße. Die Zinsen können auch noch weiter steigen und dann verlieren sie natürlich mit solchen Bonds Geld. Wobei ich persönlich sagen würde, wenn die Zinsen jetzt wirklich noch stark weiter steigen, dann verlieren sie sehr wahrscheinlich auch mit Aktien eben Geld. Weil wenn der Zinsdruck jetzt noch mehr steigt, dann ist es für Aktien einfach auch nicht mehr gut. Man merkt es ja schon jetzt am Aktienmarkt. Und abgesehen davon, die meisten Privatanleger haben sowieso eher wenig Bonds im Depot und sind da stark untergewichtet, sodass ich schon sagen würde, um da jetzt bei Bonds Positionen aufzubauen, da ist der Zeitpunkt schon relativ gut im Moment. Natürlich muss man sich darüber klar sein, dass man auch bei Bonds Kursrisiken hat, aber im jahrzehntelangen Vergleich, da ist das Zinsniveau eben doch schon wieder relativ gut. Und es ist eben auch relativ zu den Aktienmarktbewertungen ziemlich gut. Das ist das sogenannte Equity Risk Premium für den amerikanischen Standard & Poor's 500 Index. Also einfach nur der Gewinn der Unternehmen da drin relativ zur Rendite von 10-jährigen Staatsanleihen. Und da sieht man, der Aktienmarkt ist relativ zu Staatsanleihen so unattraktiv wie seit mindestens 2007 nicht mehr, also kurz vor der Finanzkrise. Die Grafik ist vom Economist, die ist jetzt auch schon ein paar Wochen alt. Inzwischen hat sich das Ganze nochmal verschärft sogar. US-Bonds haben eben zum US-Aktienmarkt inzwischen ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Das ist auch noch keine Garantie für irgendwas, aber es ist trotzdem ein gutes Argument dafür, dass man in seinem Portfolio die Gewichtung von Bonds jetzt erhöht. Es sei denn, Iris ist damit sowieso schon proppenvoll, aber dann wären sie auf jeden Fall eine Ausnahme. Wenn Sie davon ausgehen, dass es zu einem Wirtschaftsabschwung kommt jetzt weltweit, dann werden Sie Bonds wahrscheinlich sogar relativ aggressiv kaufen, weil das ist ein Szenario, in dem Bonds Aktien sehr wahrscheinlich outperformen werden. Wenn Sie sich eher Sorgen machen um die Inflation, dass die hoch bleibt, dann werden Sie wahrscheinlich Bonds eher vorsichtiger kaufen. Und wenn Sie jetzt ganz pessimistisch sind und Sie sagen, mit der Wirtschaft wird es bergab gehen und gleichzeitig bleibt aber auch die Inflation hoch, dann sind Sie wahrscheinlich mit Bonds auch immer noch besser dran als mit Aktien. Aber dann sollten Sie vielleicht auch noch ein bisschen Gold oben drauf packen auf das Ganze. Weil ein Stagflationsszenario ist ein Goldszenario. Und es ist natürlich auch nicht völlig abwegig, ist schwer zu sagen, was kommt die nächsten ein, zwei Jahre. Und was auch noch wichtig ist, wir haben bei deutschen Anleihen zum Beispiel nicht das gleiche Zinsniveau wie bei amerikanischen Anleihen. Hier ist die Rendite von Bundesanleihen mit 10 Jahren Laufzeit seit der Finanzkrise. Die rentieren zurzeit nur mit knapp 2,6%. Aber die Dynamik ist auch da sehr ähnlich. US-Anleihen sind also vom Zinsniveau her attraktiver, aber man hat dafür natürlich auch das Wechselkursrisiko. Und für Privatanleger sind Anleihen eher ein bisschen sperrig, so dass die meisten wahrscheinlich seltener einzelne Anleihen kaufen und wahrscheinlich eher mit Finanzprodukten arbeiten. Und da gibt's jetzt von uns wieder was umsonst. Es haben sich wahrscheinlich viele von Ihnen schon gefragt, was ist eigentlich aus den Zukunftsmärkte-Reports geworden? Die waren doch immer so toll und jetzt kommen sie aber nicht mehr. Stimmt auch, aber Sie haben es ja mitgekriegt, es ist alles ein bisschen anders hier mittlerweile. Der Kanal hat sich ja auch verändert und außerdem, ab dieser Woche kommen die Reports auch wieder ganz neu gemacht und sie heißen ab jetzt Heinrichs Hauspost. Sie machen ihr Postfach dann auf und schon springen sie ihnen entgegen. Und jetzt in der ersten Ausgabe, da kriegen sie auch gleich ein paar Ideen zu Bondfonds. Produkte ohne Währungsrisiko, Produkte mit Währungsrisiko und was zum Beispiel auch nicht ganz uninteressant ist zurzeit, das sind Bonds aus Schwellenländern auch.
Wir haben nicht in allen Schwellenländern, aber wir haben in einigen Schwellenländern jetzt ein sehr hohes Zinsniveau auch. Brasilien zum Beispiel, Leitzins 13,25%, Mexiko 11,25%, Chile 10,25%. Das ist also auch ein interessantes Thema gerade. Und wenn Sie die Reports jetzt schon immer bekommen haben, dann müssen Sie jetzt nichts mehr machen, dann kommt der Report diese Woche einfach automatisch. Aber wer die noch nicht hat, der kann die natürlich auch bekommen, und zwar auch völlig kostenlos auf www.heinrichs-hauspost.de. Das ist die neue Adresse. Und schreiben Sie hier natürlich auch gern drunter, wie Sie die neue Hauspost dann auch finden. Produkte mit Bonds aus westlichen Ländern und aus den Emerging Markets, die im Finanzsektor ja in jeder Hinsicht unterschätzt werden. Das sehen Sie nicht nur daran, wie sich die Börsen da entwickelt haben die letzten Jahre, die haben stark underperformed, sondern Sie sehen es zum Beispiel auch daran, wie hoch die Gewichtung der Emerging Markets im MSCI World Index ist, nämlich bei 0. Und darum sollte man als Anleger gerade solche Dinge wie diesen BRICS-Gipfel auch durchaus ernst nehmen. Und witzigerweise haben sich ja die ursprünglichen BRIC-Länder, die haben sich ja nicht selber so genannt, sondern die Bezeichnung kommt ja von Jim O'Neill von Goldman Sachs, weil man da einfach einen guten Begriff gebraucht hat für ein Finanzprodukt auf diese Länder, für ein Schwellenländerfinanzprodukt. Mit anderen Worten, wenn der BRICS-Gipfel jetzt ein Auftakt war, wirklich für eine neue Weltordnung, dann ist die Goldman Sachs gesponsert, und so stellen wir uns das ja auch alle vor am liebsten in unseren kleinen Anlegerhirnen. Aber so oder so denken Sie eben dran, dass Sie sich rechtzeitig noch eintragen für die nächste Hauspost auf www.heinrichs-hauspost.de. Der neue Report geht eben diese Woche schon raus. Ich wünsche Ihnen damit dann viel Vergnügen. Ansonsten alles Gute Ihnen. Entschuldigen Sie das Geklopfe hier überall im Haus. Vielleicht haben Sie es gehört, ich weiß es nicht. Trotz allem, Dankeschön fürs Zuschauen.